Hochgelobt und angebetet sei das allerheiligste Sakrament des Altares. Von nun an bis in Ewigkeit. Als ich heute Morgen aus dem Haus herausgekommen bin, hat man bei uns die Schweizer Autobahn gehört. Als ob sie direkt an meinem Haus vorbeigeht. Und das ist eigentlich nie ein gutes Zeichen, weil es total föhnig ist heute. Dann hört man da die Autobahn, als ob sie direkt hier vorbeigeht. Aber es heißt, wenn der Föhn ist, dann kommt heute auch wieder schönes Wetter. Es ist zwar ein bisschen ein lästiges Wetter, aber die Sonne soll heute wieder scheinen und es soll wieder so ziemlich angenehm werden. Halt so richtig frühlingshaft. Und ich möchte euch so einladen heute, dass wir uns an diesem Tag so freuen. Das, was Gott uns heute schenken will, das, was er uns geben will, schon allein durch das Wetter, schon allein durch die Sonne, schon allein durch diese wärmeren Temperaturen, nehmt es einfach so an. Nehmt es einfach so voller Dankbarkeit an und wisst, es ist alles so ein Geschenk. Aber gestern habe ich, das war denn so nett, da habe ich doch mit diesem Johannes telefoniert, der gerade auf Therapie ist, irgendwo in Niederösterreich. Und er sagte mir, bei uns ist nur Nebel. Nebel, Nebel. Also es war genau das Gegenteil eigentlich. Und von daher muss es für uns gerade noch einmal so ein Geschenk sein, dass wir heute nur für diesen Tag so danken. Nur danken. Und es so annehmen, was Gott uns schenkt. Das Gute eben. Und auch das, was uns etwas kostet, dass wir das genauso annehmen. Und weil wir dazu seine Gnade und seine Kraft brauchen, bitten wir Gott um seinen Segen jetzt. Panem de coelo prestitisti eis. Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili passionis tui memoriam reliquisti, tribue quesumus itanus corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugita sensiamus, qui vivis et regnias in saecula saeculorum. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.